Barilla. Das sind Nudeln, Soßen, Pestos. Direkt aus Italien in unsere Küchen. Im Supermarkt kommt man an Barilla kaum vorbei. Barilla, ja, die sind ja so gut. Und schmecken wie in Italien. Das italienische Traditionsunternehmen wurde zu einem Konzern der Superlative. Weltgrößte Pastafabrik, Weltmarktführer, weltweite Produktion. Was macht Barilla so erfolgreich? Barilla liefert Trigger für Stabilität und Geborgenheit. Die Barilla-Produkte, vergleichsweise teuer, rechtfertigen Qualität und Geschmack den Preis. Von Barilla bin ich ganz enttäuscht. Ne? Und wie viel Italien steckt in den Produkten? Wir gehen den Rohstoffen auf die Spur. Vor Ort erwartet uns eine große Überraschung. Marktcheck checkt Barilla. Pasta-Party im Hause Furlanello. Papa Mario möchte seine Liebe zur italienischen Leibspeise an seine Kinder weitergeben. Und zu besonderen Anlässen wird daher die Pasta-Maschine angeworfen. Hartweizengrieß, Salz und Wasser. Fertig ist der Teig für seine Profimaschine. Mit ihr kann man viele verschiedene Pastaformen herstellen. Eigentlich hat dann jeder so seine eigene Nudelsorte, die er auch mag. Claras Lieblingsnudel ist die Canestri. Sie ist halbrund und passt perfekt zu Gemüsesoße. Mario führt eine Familientradition fort, denn auch er hat das Pastamachen von seinem italienischen Papa gelernt und der von der Oma. Die Erinnerungen daran sind zumindest super und man bildet sich sogar ein, auch noch einfach den Geschmack im Kopf zu haben, weil man es selbst so toll fand. Hofft man, dass das genauso dann auch bei den eigenen Kindern ankommt. Das ist schon noch mal immer anders, als es jetzt so gekauft zu essen, weil dann schmeckt man das irgendwie auch ein bisschen, wenn man es selbst gemacht hat. Ich hoffe für Barilla und die anderen, dass sie eine etwas schnellere Strangpressung haben als wir hier. Frischer kann man Rigatoni und Fusilli nicht bekommen. Selbstgemacht, natürlich al dente und lecker. Aber für jeden Tag ist dieser Aufwand einfach viel zu viel. Daher kaufen auch die Furlanellos mal Pasta im Supermarkt. Doch wie gut ist die Pasta aus dem Supermarkt? Wir checken die Qualität. Warum kaufen die Kunden Barilla-Nudeln? Wir machen eine Stichprobe und legen uns mit versteckter Kamera auf die Lauer. Welche Marke landet im Einkaufswagen? Warum haben Sie sich jetzt für die Buitoni entschieden? Ja, wegen, ich bin Italiener und ich mag die italienische Nudel. Ah, und darf ich Sie fragen, warum haben Sie keine Barilla-Nudel gekauft? Die war noch nicht angeboten, deswegen. Sonst ich kaufe egal eine von beiden. Ich nehme immer die, die im Angebot sind, im Moment. Das ist leider Gottes so. Man muss jetzt gucken, wie man über die Runde kommt. Ich kaufe immer für 1,79, wenn Angebot ist. Jetzt ist es so teuer für mich. Ja. Wenn es leckere Nudeln geben soll, kaufe ich die Barilla-Nudeln. Und ich kaufe sie dann, wenn sie im Angebot sind, tatsächlich. Jede fünfte verkaufte Nudel in Deutschland ist von Barilla. Heute hier aber nicht im Angebot, sondern die Nudeln von Del Verde, ehemals Buitoni. Für die Kunden entscheidet derzeit wohl vor allem der Preis. Ich kaufe sonst nur Barilla-Nudeln, aber bei Rewe kosten die weniger. Deswegen habe ich mich jetzt hier für die günstigere Marke mal zum Ausprobieren entschieden. Unsere Stichprobe zeigt, Barilla-Nudeln sind zwar beliebt, aber Preise zwischen 1,89 Euro und 2,49 Euro sind den meisten geradezu teuer. Wir wollen wissen, rechtfertigt die Qualität den hohen Preis der Barilla-Nudeln? Dafür kaufen wir Spaghetti ein, die beliebteste Nudel der Deutschen, und vergleichen verschiedene Marken. Den Barilla-Klassiker Nummer 5 für 1,89 Euro. Spaghetti von Del Verde, früher bekannt als Buitoni, für 1,69 Euro. Ebenfalls aus Italien die De Cecco Spaghetti für 2,29 Euro. Die Hausmarke von Aldi, Cucina Nobile, für 89 Cent. Und von Alnatura in Bio-Qualität für 99 Cent.
Zurück bei Pasta-Profi Mario Furlanello, Koch und Restaurantinhaber. Er wird für uns checken, ob sich die hohen Preisunterschiede in der Qualität bemerkbar machen. Dazu hat er sich fachkundige Unterstützung eingeladen. Seinen Freund, den Mainzer Genussforscher und Physiker Professor Thomas Wilges. Gemeinsam haben die beiden bereits ein Buch über die Wissenschaft hinter der perfekten Pasta geschrieben. Ja. Alle Nudeln in unserem Check bestehen aus gerade mal zwei Zutaten. Hartweizengrieß und Wasser. Die Qualität einer Spaghetti hängt stark von der Qualität des Hartweizens ab. Ein möglichst hoher Proteingehalt ist wichtig für die bissfeste Konsistenz. Das sogenannte Glutenin im Hartweizen macht die Spaghetti elastisch. Die Elastizität definiert natürlich nicht nur das Mundgefühl, weil man muss sich ja so vorstellen, wir beißen die gekochte Nudel nachher mit den Zähnen durch und dieses erste Beißen auf die Nudel, das ist natürlich der erste Eindruck, den wir haben und der ist natürlich besser, je besser die Elastizität ist. Das können die Profis schon im Rohzustand feststellen. Haben eine schöne gelbe Farbe. Zunächst Barilla. Ja. Und wir können sie auch schön biegen noch, nicht? Das heißt, sie sind nicht ganz so trocken. Mhm. Aber trotzdem noch gut biegbar. Also hier, diese Elastizität ist schon wirklich sehr gut für den Zack. Und wie schneidet Barilla im Vergleich zu den Konkurrenten ab? Welche bricht zuerst? Da gibt es Abweichungen. Jetzt gibt es die ersten Abweichungen. Zack. Zack. Das war Di Cecco Nummer 1 in zwei saubere Stücke. Direkt danach 1, 2, 3, also die ersten drei. Und Barilla. Ein ganzes Stück weiter später. Die Barilla Spaghetti ist am elastischsten, müsste also ein besonders gutes Mundgefühl ergeben. Schmeckt sie tatsächlich am besten? Das wollen wir nicht nur von unseren Experten wissen, sondern von den Besuchern auf dem Weinfest Mainzer Weinufer direkt am Rhein. Gleiche Bedingungen für unsere fünf Konkurrenten. 5 Liter bestes Mainzer Leitungswasser, 10 Gramm Salz und dann werden die Nudeln streng nach Zeitangabe auf der Packung gekocht. Wir reichen die Nudeln pur, ohne Soße und ohne, dass die Mainzer wissen, welche Nudel hinter welcher Nummer steckt. Ich finde 3 sehr gut. Also ich würde sagen die 5. Aber die 3 waren deutlich dicker. Und die 4 war gut. Die 4 war dann doch für mich die beste. 2, die 3 oder 4, die haben quasi gar keinen eigenen Geschmack. Das quasi schmeckt wie, wenn ich mehr oder weniger im Aldi mir eine 10 Cent Nudel hole. Ganz oben die 4, relativ fest im Biss und leicht süßlich, würde ich sagen. 50 Mainzer bitten wir um ihr Urteil. Und während am Rhein weiter fleißig probiert und abgestimmt wird, lassen wir die 5 Produkte in einem Labor in Kiel untersuchen. Dazu werden die Spaghetti mit Hilfe von Stickstoff und einem Hochleistungsmixer zu Pulver verarbeitet. So können die Chemiker im nächsten Schritt herausfinden, ob die Nudeln Pestizide oder Schwermetalle wie Blei oder Arsen enthalten. Und wie sieht es mit Verunreinigungen durch Mineralöl aus? Die sollten in einer Pasta nicht zu finden sein. Die Ergebnisse von den Nudeln sind im Grunde genommen so, wie ich sie erwartet hätte. Keine Pestizidrückstände, keine Mineralölrückstände, geringfügige Nachweisbarkeit von Cadmium in Spuren. Also im Grunde genommen völlig im Bereich des Erwarteten. Und von der Qualität der Produkte her kann man sagen, das ist durchweg sehr gut. Das Schwermetall Cadmium wurde in den Proben von Barilla, Di Cecco und Aldi gefunden. Es wurden sehr geringe Gehalte gefunden, die sich im Grunde genommen auch in der Nähe der methodischen Nachweisbarkeit befinden und sich absolut in wirklich minimalen Mengen nachweisen ließen. Cadmium kommt von Natur aus in der Erde vor. Es ist in diesen minimalen Mengen völlig unbedenklich für den Körper. Grünes Licht aus dem Labor also für alle 5 Produkte. Und was sagen die feinen Gaumen unserer Experten? Auch sie haben alle Spaghetti gemäß der Zubereitungsempfehlung auf der Verpackung gekocht, geprüft und ohne Soße probiert.
Die Nudeln als solche sind für mein Dafürhalten qualitativ sehr nah beieinander. Da gibt es kein Produkt, das so ausschert, als dass man sagt, das kann man auf gar keinen Fall empfehlen, kaufen. Würde ich mich dem Mario gern anschließen, die Unterschiede sind marginal. So was wie einen Favoriten zu benennen, ist schwierig. Ob teuer oder billig, bisher unterscheiden sich die 5 Spaghetti nicht wirklich. Alle können im Labor überzeugen und liegen geschmacklich dicht beieinander. Doch welche Nudel trifft den Massengeschmack am besten? 50 Passanten haben in Mainz abgestimmt. Wir lösen auf. Die Barilla-Spaghetti finden lediglich 2 Tester am leckersten. Del Verde deutlich besser mit 10 Stimmen. Am besten schmeckt De Cecco und Aldi, jeweils 14 Stimmen. Die Bio-Eigenmarke von Alnatura kann mit 12 Stimmen ebenfalls gut mithalten. Ja. Gewonnen haben also die teuerste und die günstigste Spaghetti. Barilla bin ich ganz enttäuscht, weil heute hat es uns auch nicht geschmeckt. Ein schwaches Ergebnis. Wie erklärt sich Barilla das? Eine Interviewanfrage lehnt das Unternehmen ab. Auch Dreharbeiten sind nicht möglich. Selbst auf unsere schriftliche Anfrage, wie man sich das Abschneiden im Spaghetti-Check erklärt, erhalten wir keine Antwort. Letzter Platz in unserem Geschmackstest. Teuer und trotzdem eine der meistverkauften Pasta-Marken. Liegt das am Barilla-Image? Das checken wir jetzt. Warum ist Barilla so erfolgreich? Wir machen ein Experiment auf dem Hauptmarkt von Trier. Wie einprägsam ist allein die Barilla-Verpackung? Wir zeigen den Trierern 5 verschiedenfarbige Nudelkartons. Welcher Hersteller kommt Ihnen dabei als erster in den Sinn? Die Marke, die ich immer kaufe, Barilla. Assoziieren tue ich natürlich die blaue Schachtel damit, wenn man die von einem Hersteller halt kennt. Ne? Und welcher Hersteller ist das? Barilla. Berühmte italienische Marke, die in blauer Verpackung. Ja, wie heißt die? Fällt Ihnen das ein? Barilla. Blau, weil da gibt es, ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt, gibt es immer diese, auch diese Kartons, diese blauen. Barilla, ja. Die sind ja so gut, die Nudeln. Ja? Kaufen Sie die manchmal? Ja, ich habe sogar noch ein neues Päckchen im Schrank. Die meisten Passanten konnten den blauen Karton eindeutig der Nudelmarke Barilla zuordnen. Konsum- und Emotionsforscherin Carmen Schenkel überrascht das nicht. Der Code von Barilla, das ist ein klarer Farbcode. Dieses dunkle royale Blau, das existiert schon sehr, sehr lange und hat sich immer wieder in unsere Wahrnehmung eingeschlichen. Und teilweise laufen wir ja durch ganze blaue Barilla-Wände im Supermarkt und wissen ganz genau, wo wir, wenn wir eine Barilla-Nudel suchen, sie finden können. Das Blau wird auch in Zukunft die Konstante im Barilla-Look bleiben. Vieles andere verändert sich gerade. Im Regal finden wir das alte Design direkt neben dem neuen. Zum Beispiel wurde das Firmenlogo überarbeitet. Neuerdings betont Barilla im Logo das Jahr der Firmengründung 1877. Gerade jetzt in Zeiten, wo wir Unsicherheiten haben, ist Tradition und Original, ja, Botschaften etwas, was sehr, sehr, ja, honoriert wird. Und seit 1877 ist eine Botschaft, die Barilla sehr deutlich von anderen Nudelnherstellern abhebt. Vor allem die altbewährten Kartons verändern sich seit Jahresbeginn spürbar. Das Plastikfenster, das einen Blick in die Verpackung erlaubte, ist nun durch einen Aufdruck der jeweiligen Nudel ersetzt worden. So lässt sich der Karton laut Barilla besser recyceln. Transparenz war etwas, was immer sehr, sehr wichtig war. Mittlerweile sind Werte wie Nachhaltigkeit auch etwas, was viel, viel stärker in den Fokus von Verbrauchern und Konsumenten rückt. Und im Austausch von Nachhaltigkeitsgedanken gibt man auch gerne ein bisschen Transparenz auf. Und auch die Pestos werden inzwischen in veränderten Gläsern mit neuem Design verkauft. Beim Vertrieb fährt Barilla mehrgleisig. Klassische Nudelsorten und Pestos gibt es sogar im Discounter. Deutlich teurere Nudeln aus der Premium-Linie Collezione sind hingegen nur im gut sortierten Supermarkt zu finden. Diese Linie verspricht besondere Pastaformen für besondere Genussmomente. Dazu werden immer wieder neue Formen eigens für Barilla designt, zuletzt die Papiri.
Hinter der neuesten Kreation von Barilla steckt Walter de Silva. Weltruhm hat er durch seine Automobildesigns erlangt. Doch die Papiri ist seine erste Pasta-Kreation. Wie kommt man vom Auto zur Nudel? Also, ich dachte daran, mal Nudeln zu designen und hatte die Gelegenheit dazu, dank der drei Barilla-Brüder. Eines Tages trafen wir uns und sie fragten mich, etwas ernsthaft und etwas scherzhaft, ob ich Lust hätte, eine Nudel für sie zu entwerfen. Ich habe zugesagt. Und so begann dieses Abenteuer. Ich habe für Volkswagen gezeichnet, das Auto des Volkes. Und ich habe für Barilla gearbeitet, die die bekannteste Nudel der Welt ist, die Volksnudel. Ein ganzes Jahr hat er an Design und Umsetzung gefeilt. Denn die perfekte Pasta hat ihre Tücken. Seine spiralförmige Papiri erinnert an eine Papyrusrolle und orientiert sich an der klassischen Penne. Denn die hat für ihn die perfekte Form, im Gegensatz zu anderen Nudeln. Das heiße Wasser muss gleichmäßig die Pasta erreichen können. Wir haben ja das Problem bei der Pastaform der Farfalle. In der Mitte ist sie dicker und wird daher nicht gleichmäßig al dente. Das wollte Walter de Silva bei seiner Pasta besser machen. Tradition und Innovation vereinen und dabei den perfekten al dente Genuss bieten. Das Barilla-Sortiment wächst nicht nur durch neue Nudelformen. Neben den blauen Kartons gibt es seit Anfang des Jahres auch rote. Die sogenannte Bronzo-Linie. Ebenfalls teurer als der Standard, dafür aber anders hergestellt. Lohnt sich das? Eine Frage für unsere Pasta-Profis. Mario Furlanello schmeißt seine Maschine wieder an. Der Teig wird durch eine Schablone gepresst, die sogenannte Matrize. Diese Matrize ist mit Teflon beschichtet, so wie bei der Herstellung der Barilla Standard-Nudeln. Das hat einen Effekt auf die Oberfläche der Nudeln. Die sind eigentlich völlig glatt. Anders die Bronzo-Linie. Dabei wird der Pastateig durch eine Matrize aus Bronze gepresst, ohne Teflonbeschichtung. Dadurch wird die Oberfläche der Nudel etwas rauer. Sie ist nicht mehr so glatt wie zuvor. Zum einen ist die Soßeaufnahme natürlich besser bei den rauen Nudeln. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass es ein leichtes verändertes Mundgefühl gibt. Weil unsere Zunge ist natürlich viel feiner, kann viel feinere Strukturen wahrnehmen als unsere Finger, als unsere Fingerkuppen. Deswegen spüren wir nichts, wenn wir drüber reiben, aber auf der Zunge wird man das spüren. Laut Barilla handle es sich bei der Bronzo-Nudel um eine völlig neue Dimension der Pasta. Was hier jetzt drin hängt, ist das, was es ursprünglich immer gab. Dementsprechend ist es vielleicht die Rückkehr zu einer liebgewonnenen Tradition, die vielleicht auch ein Stück weit verschütt gegangen ist und jetzt als Wiederentdeckung gefeiert wird. Was Barilla als besondere Innovation verkauft, ist in Wahrheit also die traditionelle Herstellung italienischer Pasta. Mit Tradition will auch ein weiteres Produkt von Barilla punkten, die Bolognese-Soße. Wie gut ist ihre Qualität? Wo kann man das besser checken als in der Wiege der Bolognese, in der italienischen Stadt Bologna? Die Stadt der Namensgeber. Zumindest im Rest der Welt. In Bologna wie in ganz Italien heißt die Soße Ragù alla Bolognese. Und das einzige offizielle Bolognese-Rezept ist in der Handelskammer Bologna hinterlegt, notariell beglaubigt. Damit das traditionelle Gericht nicht verwässert wird und das Originalrezept auch für künftige Generationen erhalten bleibt. Die Präsidentin der Handelskammer lässt uns einen Blick hineinwerfen. Was macht sie aus, die perfekte Bolognese? Es ist ein einfaches Rezept. Hier, einfache Zutaten. Das Geheimnis ist die Zeit. Eine lange Kochzeit. Die war früher besonders wichtig, weil für das Ragù das Fleisch alter Kühe und Schweine verwendet wurde. Il Ragù veniva
Mit dem Ragout hat man morgens begonnen. Alle Zutaten in einen Topf, langsam umrühren und auf dem Feuer, also auf ganz niedriger Flamme, für mindestens 2 oder 3 Stunden langsam köcheln lassen, sodass am Ende das ganze Haus in den Duft der Soße eingehüllt war. Und was ist das Geheimnis? Der Weißwein. Ein guter, trockener Weißwein. Es muss nicht zwingend ein italienischer sein. Auch in Deutschland gibt es ja einige ausgezeichnete trockene Weißweine, die man dafür verwenden kann. Daneben hat jede Familie in Bologna noch eigene Tipps. Einige wollen wir uns bei Paola Tozzi abholen. Guten Morgen, ich bin Paola. Und hier ist der wichtigste Teil meines Hauses, die Küche. Neben ihrem Job als Rechtsanwältin zeigt Paola Touristen die Geheimnisse der italienischen Küche. Denn Kochen ist ihre Leidenschaft. Ihr erster Tipp für uns: Gemüse in sehr kleine Würfelchen schneiden. Kleine Karottenwürfeln, die eine schöne Farbe haben. Sie geben das gewisse Extra an Geschmack. Neben Karotten auch Zwiebel- und Selleriewürfelchen sehr fein schneiden, damit sie später beim Kochen zerfallen und die Soße binden. Nachdem sie das Gemüse angebraten hat, kommt gemischtes Hackfleisch dazu. Paulas Tipp: Das rohe Hackfleisch sofort ordentlich salzen, denn so nimmt das Fleisch das Salz auf, ehe sich durch das Erhitzen die Fleischfasern schließen. Nachdem ich dieses kleine Geheimnis gelernt habe, muss ich sagen, dass mein Ragout seinen Geschmack verändert hat, denn es ist viel schmackhafter, auch das Fleisch, wenn es gegessen wird. Trockenen Weißwein dazu und passierte Tomaten. Alternativ geht auch Tomatenmark und Gemüsebrühe. Und dann heißt es warten. 5 bis 6 Stunden lässt Paola ihre Bolognese köcheln. Und dann wird angerichtet. Wie viel vom Originalrezept steckt in der Bolognese von Barilla? Unsere Pasta-Profis aus Deutschland nehmen die Fertig-Bolo genau unter die Lupe. Wenn ich jetzt durchs Glas gucke, ein bisschen roter aus, als ich das gewohnt bin. Zumindest bei meiner Oma war das immer wesentlich dunkler. Die Zutaten weichen kaum von der Originalrezeptur ab. Allerdings verwendet Barilla viel weniger Fleisch und gibt zum Beispiel Zucker und Maisstärke hinzu. Wie gut ist die Soße zubereitet? Passt die Konsistenz? Also was ich hier beobachte, ist, dass ich nach einer gewissen Zeit, also das war fast nur eine Minute, dass ich eben hier das Wasser von der Soße trennt, dann sieht man hier so eine helle Flüssigkeit und das ist nicht gebunden und das spürt man natürlich auch im Mund, hätte man direkt ein wässriges Gefühl auf der Zunge. Also in der Küchensprache ist ja eine Soße per Definition eine Flüssigkeit, die gebunden ist. Dadurch, dass hier keine gute Bindung vorherrscht, ist es eben auch keine gute Soße im Sinne des fachlichen Kochens. Ja. Ihre Vermutung: Die Soße wurde im Werk nicht lange genug gekocht, um die nötige Bindung zu erreichen. Je 8% Schweinefleisch und Rindfleisch sind enthalten. Wie gut ist das Fleisch? Die beiden Küchenprofis sieben die Flüssigkeit ab, sodass nur noch Fleisch und Gemüse übrig bleiben. Also die Fleischpartikel haben eine gute Größe, da ist irgendwas gewolft worden. Aus größeren Stücken hat man das Gefühl. So sieht das bei mir zu Hause auch aus. Insofern gewinnt man da einen guten Eindruck von den Ursprungszutaten. Ich nehme hier mal so ein Fleisch. Das war definitiv Rind. Geschmacklich ist es mit dem Fleisch hier nicht so gut wie bei einer selbstgemachten. Denn dann müsste dieser Umami-Geschmack sehr viel präsenter sein. Die Gardauer hat gereicht, um das weich werden zu lassen. Aber es hat nicht so lange gekocht, dass diese geschmackliche Tiefe sich einstellt, die man eben von daheim kennt. Von der Original-Bolognese unterscheidet sich die Barilla-Version besonders in der Konsistenz und im geringeren Fleischanteil. Wir wollen von Barilla wissen, wie lange die Bolognese bei ihnen gart. Aber auch dazu schweigt das Traditionsunternehmen. 1877 gründet der 32-jährige Pietro Barilla in Parma eine kleine Brot- und Pasta-Manufaktur. Die handgemachte frische Pasta wickelt er in blaues Papier ein,
Bis heute ist Blau die Signalfarbe Barillas. 1910 schließlich eröffnen Pietros Söhne die erste Fabrik mit 80 Angestellten. Bereits 26 Jahre später hatte sich Barilla zum Marktführer in Italien gemausert. Ab den 1950er Jahren schaut sich Barilla Marketingstrategien in den USA ab und vertreibt Nudeln fortan in Pappkartons. Der Konzern wächst. Rund um Parma entstehen riesige Pastafabriken. 1971 verkaufen die Barillas ihre Firma an einen US-amerikanischen Konzern aus Angst. Denn der Terror der Roten Brigaden und die Ölkrise hatten Italien in eine Rezession gestürzt. Doch bereits 8 Jahre später gelingt es Pietro Barilla, die Firma zurückzukaufen und den Konzern stetig zu vergrößern. Das Sortiment wird um Fertigsoßen erweitert. Nach und nach kauft Barilla weitere Lebensmittelhersteller auf. Heute gehören zum Konzern Firmen wie Vasa, Molino Bianco, der französische Brothersteller Harry's und weitere Pasta-Produzenten. Inzwischen produziert Barilla an 49 Standorten auf der ganzen Welt. 80% des Konzerns sind noch im Besitz der Familie. Die drei Brüder an der Spitze sind Urenkel von Gründer Pietro Barilla. 8.500 Mitarbeiter erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von rund 3,9 Milliarden Euro. Etwa 15 Millionen Euro investiert Barilla pro Jahr allein in Deutschland für Werbung. Das Image. Besonders bekannt sind seit Jahrzehnten die Barilla-Werbespots mit prominenten Sportlern. Im kleinen Schwarzen zeigte sich Steffi Graf in den 90ern. Plakativ wird beim Absieben der Nudeln die Verbindung zwischen Pasta und Sport geschaffen. Hier präsentiert Barilla die italienische Basketball-Nationalmannschaft 2015 zur Europameisterschaft. Gut gestärkt mit Barilla-Produkten ins Turnier. Und in diesem Spot ist es Tennis-Weltstar Roger Federer, der dank der Barilla-Spaghetti die Stimmung einer Party aufheizt. Sport und Pasta, ergibt das Sinn? Man wird ja nicht erfolgreicher Sportstar, wenn man nicht Perfektion liebt. Und wenn man auf Leistung und Anspruch steht und Dinge vorantreibt und sie einfach sehr, sehr gut machen möchte. Und mit sympathischen Stars zu werben, die auch wirklich ja für Anspruch und Kultur stehen, das ist dann der Barilla-Twist. Ein Kniff, der mittlerweile nicht mehr zieht. Denn das Image der Nudel hat sich gewandelt. Zu der Zeit waren Kohlenhydrate ja noch etwas ganz anderes, als sie heute sind. Heute sind sie ja ein bisschen in Verrufung geraten und man möchte auch nicht so nah an Kohlenhydrate und viel dieser kohlenhydratstarken Ernährung kommen. Und wenn ich jetzt an Nudeln denke, dann denke ich die in einem Soulfood-Kontext, in einem emotionalen Kontext, wo ich mir was gönne. Und so hat Barilla seine Marketingstrategie dem Zeitgeist angepasst. Seit dem Frühjahr 2021 fährt Barilla eine Werbekampagne rund um Corona. Nach einem Happen Barilla-Pasta lächeln sie alle. Die Pasta als Symbol für Geborgenheit, als Zeichen der Liebe. Funktioniert das? Unsere Psyche funktioniert eben nun mal so. Wir speichern Geschichten ab, wir speichern Düfte ab, wir speichern Songs ab und verknüpfen die mit Momenten, mit Codes, mit Triggern. Und wenn ich dann so eine klare Barilla-Wand im Supermarkt habe und ich werde daran erinnert, welche Momente mit Barilla transportiert werden, dann empfinde ich das tatsächlich unbewusst. Fazit, das Image ist gut. Die Produktfarbe Blau ist bei den Kunden fest mit der Marke verbunden. Und Barilla wird von vielen Kunden als hochwertig und traditionsreich empfunden. Durch kostspielige Werbekampagnen und speziell designte Nudelsorten hebt sich das Unternehmen von der Konkurrenz ab. Zurück zur Qualität. Jetzt checken wir Pesto. Das gibt es in vielen Farben und Geschmacksrichtungen. Doch der beliebteste Klassiker ist das Pesto Genovese aus Basilikum. Es treten an fertige Basilikum-Pestos aus dem Glas. Das Barilla Pesto alla Genovese kostet 1,73 Euro pro 100 Gramm. Etwas günstiger das Pesto von De Cecco.
deutlich teurer, das Pesto von Terre di Liguria. Es soll nach dem traditionellen Rezept hergestellt sein. Das günstige Aldi-Pesto Cucina Nobile. Und das Bioprodukt von Pura kostet 2,91 Euro für 100 Gramm. Es ist das teuerste Pesto im Check. Auch die Pestos schicken wir nach Kiel ins Labor und lassen sie auf Schadstoffe überprüfen. Heimat und Namensgeber des Pesto Genovese ist die italienische Stadt Genua. Hier ist das Pesto eine echte Institution, wird sogar das grüne Gold genannt. Hier wächst Basilikum auf einer Fläche so groß wie 50 Fußballfelder. Zwischen den Bergen und dem Meer findet das duftende Kraut gute Bedingungen. Landwirt Marco Nicolini verkauft sein Basilikum an die Gastronomie und auch an Barilla. Wir werden nur diesen Teil eines Setzlings ernten, weil der sehr aromatisch ist. Er ist sehr gut gewachsen, er ist fett, sehr duftend. Man bekommt direkt Lust, reinzubeißen. Das ist von grundlegender Bedeutung. Die ganze Qualität liegt darin. Das Basilikum hier ist besonders aromatisch. Sein feiner Geschmack würde durch mitgeerntetes Unkraut verfälscht. Es muss per Hand entfernt werden. Außerdem ist die Pflanze sehr empfindlich und anspruchsvoll. Der richtige Erntezeitpunkt ist entscheidend. Und auch nach der Ernte muss es schnell gehen. Das ist sehr wichtig, denn diese Pflanze ist sehr wasserreich und sehr empfindlich. Wenn wir sie frisch, geerntet irgendwo stehen lassen, wird sie austrocknen, verliert einen ganzen Teil ihrer Eigenschaften und beginnt Feuchtigkeit zu verlieren. So erhalten wir ein immer trockeneres Blatt. Stattdessen verarbeiten wir alles sofort und so behalten wir alle seine Eigenschaften bei. Barilla gibt an, das geerntete Basilikum in weniger als 3 Stunden zu verarbeiten. Das wollen wir checken. Fahren mit dem frisch geernteten Basilikum zu Marco Nicolinis Betrieb. Nach dem Abladen startet sofort die Weiterverarbeitung. Erst wird es gewaschen, dann zerkleinert. Später wird es zu einem Mousse verarbeitet werden. Und tatsächlich, nach knapp 1 Stunde ist das Basilikum verarbeitet und wird direkt zur Pestoherstellung ins Barilla-Werk transportiert. Aus diesem Basilikum stellt Barilla ein Premium-Pesto her. Auch wir fahren weiter, auf der Suche nach dem Originalrezept für Pesto Genovese. Roberto Panizza, Koch und Gründer der Pesto-Weltmeisterschaften, zeigt uns, mit welchen Zutaten es zubereitet wird. Ganz traditionell besteht das Pesto Genovese aus 7 Zutaten. Basilikum, Knoblauch, Pinienkerne, Parmesan, Pecorino-Käse, Olivenöl und Salz. Insbesondere die Qualität des Basilikums entscheidet über den Geschmack des Pestos. Und auch die Technik der Zubereitung ist wichtig. Der Mörser gibt eine Essenz, extrahiert die Seele aus den Zutaten, die anders ist und daher einen anderen Duft und eine andere Konsistenz ergibt. Zuerst Basilikum und Knoblauch zerstampfen. Das Basilikum entfaltet so seine Erdnote, der Knoblauch ein zwiebelig-schwefeliges Aroma. Jetzt siehst du, dass ich die Blätter zerquetscht habe, nicht wahr? Ich mische die Pinienkerne und die Basilikumblätter im Mörser. Und jetzt ändern wir die Bewegung. Die Bewegung wird rotierend. Dies ist wichtig, um Mörserpesto herzustellen. Die so zermahlenen Pinienkerne geben dem Pesto eine holzige Note. Dann noch Parmesan und Pecorino. Die verleihen dem Pesto die Umami-Note sowie Cremigkeit. Noch etwas Salz und Olivenöl und fertig ist das Pesto Genovese. Was steckt im Vergleich dazu in den Pestos aus dem Supermarkt? Unsere Pasta-Profis gleichen die Zutaten mit der Originalrezeptur ab. Im Pesto von Barilla vermissen sie Olivenöl. Die Basis ist Sonnenblumenöl. Genau. Das ist natürlich nicht ganz im Sinne des Erfinders. Sind Cashewkerne anstelle von Pinienkernen drin. De Cecco enthält neben Cashewkernen zwar auch Pinienkerne, aber der Knoblauch fehlt definitiv. Ich meine, das riecht man schon beim ersten Versuch. Das Pesto von Terre di Liguria ist besonders sauer. Es enthält Essig. Sehr stumpf, oder? Die Kräuter. Ist gut von der Vinaigrette.
Das Pesto von Aldi erinnert die beiden an einen Brotaufstrich. Sonnenblumenöl, knappe 50%, Milchsalz, Milcheiweiß. Tatsächlich überzeugt sie lediglich das teure Bioprodukt durch die Zutaten. Das ist von diesen Pestos ist das Beste, das muss man sagen. Das würde ich auch sagen. Sieger bei den Profis ist das Bio-Pesto von Pura, danach Barilla. Sie kommen am nächsten ans Original-Pesto ran. Übrigens, ein Hinweis, ob die Hersteller die Originalrezeptur aus Genua verwenden, ist die Bezeichnung. Pesto Genovese, wie bei Pura, bedeutet Originalrezept. Pesto alla Genovese lässt den Herstellern einen großen Spielraum bei den Inhaltsstoffen. Und welches überzeugt im Massentest? Wir lassen auf dem Mainzer Weinuferfest das Pesto von Barilla sowie vier Konkurrenten blind verkosten. Alle Tester erhalten 5 Schälchen. Immer die gleichen Spaghetti, jedes Mal mit einem anderen Pesto. Welches schmeckt am besten? 5 bin ich ganz gut gefallen. Ja. 3 war mir so das Beste von allem. 3 fand ich zu zitronig. Bei mir war es so zwischen 3 und 4 und die 4 ist einfach ein bisschen anders gewesen, mal was Neues gewesen. Bei der 2 war irgendein Beigeschmack dabei, der hat an irgendwas erinnert, was ich nicht mag. Die 1 und die 4? Ich wollte gerade sagen, beide. Ja. Oh. 1 und 4. Die waren beide sehr lecker. Ja. Und da würde ich mich wahrscheinlich für die Nummer 1 entscheiden. Also ich glaube auch, dass die 1 vor allem aus Gewohnheit so gut geschmeckt hat. Die beiden haben das Barilla Pesto herausgeschmeckt und stimmen für die Nummer 1 ab. Genau wie insgesamt 14 der 50 Testesser. 10 stimmten für De Cecco. 15 Nudeln landeten bei Terre di Liguria, damit Platz 1. 9 Stimmen gehen an das Pesto von Aldi und weit abgeschlagen mit 2 Stimmen das teure Bio-Pesto von Pura. Barilla verpasst im Geschmackstest also Platz 1 nur um eine Stimme. Aber wie steht es hier um die Belastung mit Schadstoffen? Auch die 5 Pestos haben wir ins Labor nach Kiel geschickt und die Proben per Massenspektrometer auf 600 Pestizide untersucht. Das Ergebnis? Lediglich das Bio-Pesto von Pura ist frei von Pestiziden. In allen anderen Pestos wurden Spuren verschiedener Pflanzenschutzmittel nachgewiesen. In diesen Proben war kein Pestizid dabei, wo ich gesagt hätte, da ist Vorsicht geboten. Wir hatten hier verschiedene. Wir hatten Azoxystrobin, wir hatten Dimethomorph, Metalaxyl, Anlipropamid. Das sind aber alles keine Unbekannten. Das ist im Grunde genommen auch alles in dem Rahmen, der toxikologisch bei normalen Verzehrsmengen völlig unproblematisch ist. Allerdings wurden im Pesto von Pura Spuren von Arsen nachgewiesen und im Pesto von Terre di Liguria Spuren von Blei und Cadmium. Alle Schwermetalle sind vermutlich aus Rückständen im Boden ins Produkt gelangt. Die in den Pestos gefundenen Mengen sind aber völlig unbedenklich. In allen Pestos wurden Mineralölrückstände gefunden. Allerdings, gute Nachricht, kein Moor, das heißt keine aromatischen Mineralölrückstände, sondern eben nur die sogenannten MOSH, also die gesättigten Verbindungen, die eine deutlich geringere Toxizität besitzen. Auch hier sind die gemessenen Werte so gering, dass der Verzehr der Pestos völlig unbedenklich ist. Und wie nachhaltig produziert Barilla seine Produkte? Zunächst ein Blick aufs Pesto alla Genovese. Laut Barilla wird dafür ausschließlich Basilikum aus nachhaltiger Landwirtschaft verwendet. Damit wirbt der Hersteller sogar auf dem Glas. Was verbinden die Leute damit? Selbstproduzierten Bauern irgendwo. Nee? Nachhaltige Landwirtschaft, ja. Wahrscheinlich das typische Greenwashing auch. Also. Nachhaltig heißt ja nicht zwingend Bio oder Verzicht auf Pestizide. Stimmt. Auf dem Pesto-Glas steht, angebaut nach dem ISCC Plus Nachhaltigkeitsprogramm. Das bedeutet unter anderem, dass die gesamte Lieferkette rückverfolgbar sein muss, dass beim Anbau auf Naturschutz geachtet wird und dass Treibhausgasemissionen reduziert werden. Nach Einschätzung des Umweltbundesamtes hat das ISCC Plus-Siegel jedoch einige Schwächen, beispielsweise bei Vorgaben zur Wassernutzung.
Außerdem, nur der Basilikumanbau ist ISCC Plus zertifiziert. Bei allen anderen Pesto-Zutaten ist das nicht so. Und wie nachhaltig ist der Weizenanbau? Schließlich ist das der meistverarbeitete Rohstoff bei Barilla. Auch das wollen wir vor Ort checken, in Foggia. Auf diesem Feld wird heute Hartweizen für Barilla geerntet. Es gehört einem Vertragsbauern des Unternehmens. Als solcher soll er von Barilla neben Tipps zum Anbau auch spezielles Saatgut bekommen. Züchtungen, die wenig Bewässerung benötigen und entsprechend nachhaltig sein sollen. Ist das auch so? Wir sind mit dem Bauern für ein Interview verabredet, wollen herausfinden, welche Anforderungen Barilla an die Nachhaltigkeit seines Anbaus stellt. Doch kurz vor unserem Termin sagt er das Interview ab, nachdem er erfahren hat, dass Barilla unsere Recherche nicht unterstützt. Ohne Kamera bestätigt er uns aber, spezielles Saatgut von Barilla zu verwenden und auch, dass Barilla hohe Ansprüche an die Weizenqualität und Nachhaltigkeit stellen würde. Konkreter wird er nicht. Unsere Recherchen zeigen jedoch, der Großteil des Weizens, den Barilla verarbeitet, kommt nicht von Vertragsbauern, die besonders nachhaltig produzieren. Laut eigenen Angaben kaufte Barilla im vergangenen Jahr nur 55% seines Hartweizens von italienischen Landwirten. Davon sind gerade mal 68% Barilla-Vertragsbauern. Der große Hunger nach italienischer Pasta kann allein mit italienischem Hartweizen also nicht gestillt werden. 8 Millionen Tonnen Hartweizen werden in Italien zu Nudeln verarbeitet, aber nur 4,3 Millionen Tonnen werden pro Jahr geerntet. Daher ist Barilla auf Importe aus dem Ausland angewiesen, aus Kanada, den USA, Mexiko und Ländern im Mittelmeerraum. Und im Ausland hat Barilla noch viel weniger Vertragsbauern, die sich der Nachhaltigkeit verpflichten müssen. In Stuttgart treffen wir Professor Friedrich Longin von der Uni Hohenheim. Er beschäftigt sich intensiv mit dem nachhaltigen Anbau von Hartweizen, auch Durumweizen genannt. Auf seinen Forschungsfeldern wachsen 400 Sorten Hartweizen. Er versucht, einen Durum zu züchten, der mit dem Klima besser zurechtkommt, sowie weniger Pestizide und Dünger benötigt. Bis er eine neue Sorte gezüchtet hat, dauert es 12 Jahre. Er bestätigt uns, dass auch Barilla eigene Hartweizenzüchtungen einsetzt, die ähnliche Anforderungen an Nachhaltigkeit erfüllen sollen. Barilla entwickelt es nicht selber, aber sie kaufen exklusiv bei einer italienischen Saatzuchtfirma Durum ein, den sie halt im Vortest bei der Firma gesehen haben, der Saatgutfirma, und den dann nur sie bekommen und die Vertragslandwirte dafür. Die Herausforderung für Weizenzüchter, die Sorten sollen zwar gegen Klimaschwankungen und Krankheiten resistent sein, gleichzeitig aber einen hohen Proteingehalt haben. Die Pastahersteller in Mitteleuropa fordern einen Proteingehalt, ich sag mal, von so circa 14% in der Rohware. Und diesen Proteingehalt erreicht man nur, wenn man viel Stickstoffdünger auf dem Feld gibt. Weil sonst bildet die Pflanze nur Ertrag und keinen Proteingehalt. Deswegen können die meisten Landwirte beim Anbau auf Stickstoffdünger nicht verzichten. Ein Minuspunkt beim Thema Nachhaltigkeit. Beim Transport dagegen punktet Barilla. Denn das Unternehmen setzt schon lange auf die Schiene. Wir fahren zum Güterbahnhof von Parma. Hier startet der Pasta-Express von Barilla bis zu 3-mal die Woche nach Ulm. Heute sollen 32 Container den Bahnhof verlassen. Barilla transportiert mittlerweile 70% seiner Waren für den deutschen Markt per Zug. So spare das Unternehmen im Vergleich zum Transport mit LKW jährlich 6.000 Tonnen CO2 ein. Unser Gesamtfazit. In Sachen Nachhaltigkeit hat Barilla schon einiges aufs Gleis gesetzt. Transport, nachhaltige Weizenzüchtungen für Vertragsbauern, zertifizierter Basilikumanbau. Bis zum Zielbahnhof einer komplett nachhaltigen Produktion ist es aber noch weit. Bei der Qualität hebt sich Barilla nicht wirklich von der Konkurrenz ab. Im Labor zwar top, geschmacklich aber teilweise nur okay. Original italienische Rezepturen bieten sie nicht, trotz vergleichsweise hoher Preise.
Durch geschicktes Marketing hat Barilla es trotzdem geschafft, sich ein Image als Premium-Marke aufzubauen. Italienische Pasta auf deutschen Tellern, das zieht bei den Kunden. Marktcheck checkt Barilla. Habt ihr noch kein Abo? Dann klickt doch einfach hier und verpasst kein Marktcheck-Video mehr. Und hier haben wir übrigens noch mehr Videos für euch.